Lange hat es sich angebahnt, jetzt ist es traurige Gewissheit. Fürth spielt in der Saison 2022/23 wieder in der zweiten Bundesliga. Nach dem 1:4 gegen Bayer Leverkusen ist der Abstieg sicher. Fürth will kämpfen, geht am Anfang sogar in Führung, um dann 4 Treffer gegen eine überlegene Mannschaft zu kassieren. Es war wie so oft in der Vergangenheit, wir kommen gut ins Spiel, gehen in Führung. Haben dann viel Pech beim 1:1, dass der Ball von Branimir so abgefälscht wird, ja, dass wir dort den Ausgleich kassieren und das 2:1 schenken wir selbst ab durch einen individuellen Fehler. Und dann ist es natürlich extrem schwer gegen Bayer Leverkusen. Und dann muss man auch sagen, dass die Niederlage natürlich auch verdient ist. Zwar lief es besser als im Hinspiel, Leverkusen spielt diesmal trotzdem in einer anderen Liga. Trotz der Absehbarkeit, der Abstieg tut weh. Fühlt sich nicht gut an. Ist natürlich, man spricht immer von Prozessen, dass man sich vielleicht dann auch darauf vorbereiten kann. Ich habe immer bis zum Schluss daran geglaubt, dass uns dieses Wunder eventuell noch gelingen könnte. Und deshalb ist meine Gefühlslage einfach scheiße heute. Fürth ab der kommenden Saison wieder zweitklassig. Das Kleeblatt kann jetzt nur noch eines tun, erhobenen Haupts in die letzten 3 Spiele gehen. Auch der Club lässt nach diesem Spieltag die Köpfe hängen. Nach einer 2:4 Niederlage gegen den Tabellen-14. Sandhausen schafft es der FCN nicht, Druck auf die Tabellenspitze aufzubauen. Zwar ist noch alles drin für den Traum von Liga 1, es wird jetzt aber ungemein schwerer, besonders mit 2 Spitzenspielen vor der Brust. Diesmal haben die Standards den Nürnbergern das Genick gebrochen. Brutal enttäuscht aufgrund des Ergebnisses, aber noch viel mehr aufgrund des Spielverlaufs oder der Art und Weise, wie wir das Spiel verloren haben. Wir haben 4 Eckball-Gegentore kassiert. Das ist, ja, habe ich noch nie erlebt und wahrscheinlich auch wird nicht mehr so häufig vorkommen. Und zusätzlich zu dem haben wir eine Vielzahl von Torchancen vergeben vorne. Der FCN hat nur wenig Zeit zu trauern. Am Freitag geht es auswärts gegen den Tabellenvierten St. Pauli.